Eine Frankfurter Hauswand wird zum Wahrzeichen für Toleranz. Genau darum geht es heute hier in Frankfurt-Niederrath. Und jeder, der hier an der S-Bahn-Station zukünftig vorbeikommt und nach Frankfurt fährt, der sieht diese Hauswand und das Wahrzeichen für Toleranz. Und was hat das Ganze eigentlich mit Fußball und Eintracht Frankfurt zu tun? Zum einen ist diese Hauswand initiiert vom Frankfurter Fanprojekt, zum anderen schmückt das Wahrzeichen, unschwer zu erkennen, Anthony Yeboah. Anfang der 90er Jahre Stürmerstar von Eintracht Frankfurt, war zweimal Torschützenkönig der Bundesliga im Trikot von Eintracht Frankfurt und wurde damals wohl von jedem Eintracht-Fan bejubelt. Und trotzdem hat er sich schon früh mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen müssen und wurde damit konfrontiert. Und damals schon hat er sich dafür stark gemacht. Und genau deshalb wird er auch heute hier sein bei der Einweihung dieses Denkmals. Wir haben einen eigenen Preis ausgelobt, der heißt Im Gedächtnis bleiben Preis. Und unter 15 Bewerbungen war der Matthias Weinfurter mit seinem Projekt Eine Frankfurter Hausfassade wird zum Wahrzeichen für Toleranz der erste Preis, weil er ein ganz hervorragendes Konzept eingereicht. Und wir wussten, wenn das funktioniert, dann wird es einfach irgendwie das den besten ersten Preis, den wir überhaupt je kriegen können dafür. Ja, dann schon mal herzlichen Glückwunsch von Eintracht TV. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, was ist so die Idee hinter diesem Kunstwerk? Die Idee ist eigentlich zunächst, das, sagen wir mal, ich habe drei Interessen dabei oder drei Pfeiler, an denen sich das Projekt so ein bisschen aufbaut. Das eine ist, eine Hausfassade zu gestalten. Ich studiere visuelle Kommunikation. So eine Gewandgestaltung, das ist, irgendwie liegt so im Rahmen meines Studiums. Zum anderen bin ich Eintracht Frankfurt-Fan und zum dritten Teil habe ich ein ideelles Interesse, einfach ein Zeichen zu setzen gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung. Und verknüpft mit der Geschichte von der Eintracht ist natürlich Anthony Yeboah so ein Fallbeispiel, wo man einfach eine Geschichte super erzählen kann und sagen wir mal, so ein Thema gut hinterfragen kann und auch vielleicht nicht immer ganz auf einen Nenner kommt und eine Diskussion auch erstmal aufbauen kann. So. Ein knappes Jahr haben Matthias Weinfurter und Dominik Dresel mit rund 20 Helfern an dem Projekt gearbeitet, ehe es dann in den vergangenen 2 Wochen finalisiert wurde. Ich wollte einfach nur mal erwähnt wissen, dass wir froh sein können, dass wir hier in Frankfurt sowas machen können. Es gibt Städte, in denen man sowas nicht machen kann. Und ich würde fast sagen, dass man auch die Fanszene und federführende Gruppe Ultras Frankfurt hier erwähnen sollte, dass es Leute gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass eben Nazis keinen Spaß haben bei der Eintracht. Und die Arbeit der beiden findet großen Anklang. Viele Gäste sind nach Niederrath gekommen, um die Hauswand gebührend einzuweihen, die von der Nassauischen Heimstätte für das Kunstwerk zur Verfügung gestellt wurde. Es war ein Projekt, wo wir gesagt haben, es passt wirklich zu Frankfurt, es passt zu unserem Unternehmen. Musik gab es von Marlon B. von den Söhnen Mannheims. Ein Fußballverein, der eine Tradition in der Stadt hat, spiegelt auch immer ein bisschen diese Stadt wider. Ich glaube, auch Eintracht Frankfurt war immer ein weltoffener Verein. Da haben wir an der Häuserwand eine Aussage, das Bild von Tony Yeboah und zum Beispiel nicht nur die Fans, die ins Stadion fahren, sondern zum Beispiel jeder, der mit der S-Bahn zum Flughafen fährt oder vom Flughafen nach Frankfurt fährt, kommt dran vorbei. Und das ist eine Aussage, sozusagen wie ein Stadttor ist es. Ein Eingangsportal, das sagt, ihr kommt in eine Stadt, wo Rassismus, wo Intoleranz keinen Platz hat. Und dann betrat endlich der Special Guest die Bühne. Ich brauche nichts zu sagen. Wir begrüßen ganz herzlich auf unserer Bühne mit der Nummer 9, Tony! Tony Yeboah, herzlich willkommen bei uns in Frankfurt. Herzlich willkommen in deiner, darf ich sagen, zweiten Heimat? Ja, natürlich. Ja, Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich bin froh, ich bin hier heute. Ich habe viele Leute gesehen heute und ich freue mich. Tony Yeboah veredelte das Kunstwerk natürlich persönlich mit seiner Unterschrift. What is the feeling to see yourself on this wall and knowing your portrait is standing for tolerance and the fight against racism? It's fantastic, you know. I love the way the campaign they are doing. I love it, you know. I saw my picture and I was so happy to see that,
because it's something I think all my fans and all the people in Germany can also see to change their life, you know, to always come together. So I'm very happy to see that. And what is your wish to the people who see this wall? Oh, my wish is they have to come together. They have to change. The people who not understand the blacks, they have to know that now the modern world, we are all the same. They have to know all these things. So I hope they are going to change. Eine tolle Initiative, der Im Gedächtnis bleiben Preis, der übrigens auch im nächsten Jahr wieder vergeben wird.